herzlich willkommen zum fünften Rennen der Saison 2016. Dieses Rennen findet am Schwarzen Meer GP von Russland statt. Schwarze Meer GP, ja, Flagge Russland. Ja, das Rennen soll gutes Wetter werden, ansonsten schlecht bzw. durchwachsen. Wir gehen wieder auf 16 oder besser, weil ja. Was sollen wir sonst machen? Ich werde mit der Strategie mir was überlegen, ob ich diesmal was ganz anderes mache. Ja, wir haben einen neuen Frontflügel entwickelt. Den hat jetzt erstmal Vidal, weil er steht einfach in der Weltmeisterschaft ein bisschen weiter vorne. Auch den Rest hat er eher bevorzugt bekommen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass da so viel Zeug steht. Ja? Wäre doch viel besser, wenn man die Sachen verkaufen könnte, zum Beispiel. Ein anderes Team oder wie auch immer. Wir starten auf jeden Fall ans Rote Meer. Und hoffen, ich erkenne gerade die Strecke. Ah, doch hier. Ja, so. Hier rum. Was? Fährt man da über eine Brücke? Zumindest gibt es die Option. Okay. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir ändern die Reifen. Medium, und zwar bei beiden. Und dann schauen wir mal, wie das Training läuft. Das Stint Rennen drin 8 Runden. Losschicken. Warte mal, regnet es? Im Moment noch nicht. Deshalb schicken wir beide auf den Reifen los. Weil das Hauptrennen soll auch schön werden. Ja, es kann sein, dass es gleich ein bisschen anfängt zu regnen. Ich hoffe mal nicht. Interessante Streckenführung. Der Verhalten ist perfekt. Der ist schon mal wieder zufrieden. Auch zufrieden wieder. Das freut mich. So, gleich haben sie hier was abgeschlossen. Geben wir hier mal Strategie auf maximal. Und es scheint trocken zu bleiben, allerdings wird es immer kälter. Also eine kürzere Übersetzung. Kürzere Übersetzung. Okay. Wird vermerkt. Wir müssen einfach ein bisschen Gas geben, ja, wir müssen vorwärts kommen. Oh,
Weil ich will eigentlich nicht als letztes Team die Saison beenden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will eigentlich schon ein, zwei Plätze noch nach vorne. Ja, die geben gerade richtig Gas. Vidal auf 1, auf 3, Woodford auf 4. Im Training kriegen sie das immer sehr gut hin. So, und dann holen wir mal den Woodford rein. Und dann Vidal auch. Kurz die Leistungsdaten abrufen. Ein bisschen kürzere Übersetzung will er. Und dann kriegt er noch ein bisschen mehr Flügel. Stint nochmal Renntrim, 8 Runden, Reifen. Schwierig. Machen wir 4 Runden. Machen wir auch 4 Runden Reifen auf diesen Satz und hier kriegt er auch ein bisschen mehr. Er kriegt auch mehr Abtrieb. Und dann los, Leute, los, los, los. Reifen können wir wählen. Da noch geht. Ja, Abtrieb ist gut. Rückmeldung, Rückmeldung. Fühlt sich jetzt viel besser an. Also, so muss es sein. Hast du zwar nicht verlangt, ja, aber ich gebe dir trotzdem ein bisschen Abtrieb. Geschwindigkeit auch besser, genau, hast mehr Vortrieb. Sekunden schneller. Wir gucken einfach mal, was heute geht. Es wäre doch eine Sensation, wenn wir es mal auf den ersten Platz schaffen würden. Falsche Konfiguration für die Aerodynamik. Das glaube ich nicht, Junge. Das glaube ich nicht. Hat jetzt fährt sich perfekt. Ja, du hast auch einen neuen Frontflügel da. Nochmal schneller. Ja, Vidal kommt rein, Woodford kommt rein. Woodford mit völlig fertigen Reifen. So, das war doch mal, denke ich, interessant. Das sagt, Aerodynamik passt nicht. Will er mehr, will er weniger? Er ist ein bisschen langsam. Dann gebe ich ihm... Es sind schnelle Kurven. Ich gebe ihm eher noch ein bisschen mehr.
brauchen nicht nach Ausfahren, oder? Nein. Ich will hier nur auch nochmal die Konfiguration vielleicht ein bisschen bearbeiten. Na, der ist, Vidal ist zufrieden. Wurde die Änderung jetzt übernommen oder nicht? So, den schicke ich noch mal raus. Dann kann man die Reifen nehmen. Ja, das Rennen ist beendet, das war klar. Ich wollte jetzt bloß noch mal wissen, der Vidal wird auf Erste. Ich bin wirklich der Trainingskönig, das bin ich ohne Zweifel. Wenn es nur nach dem Training geht, dann wäre ich auf Meisterschaftsplatz 1. Vidal, zack, auf dem ersten Platz. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir das auch im Qualifying irgendwie hinkriegen. Ach so. Wir sind ja... Ja, guck mal. Der ist jetzt doch noch zufrieden. Ab zum Qualifying. Ja. Die wollen wir haben. Die wollen wir haben. Hoffentlich hauen sie rein und hauen gleich eine gute Zeit raus. Wäre zumindest sehr cool. Regnet es schon. Deshalb wird es umso wichtiger, dass die eine gute Zeit hinhauen. Ah, beide schon auf der Inlap. Aber die anderen werden keine gute Zeit mehr hinkriegen. Ja? Wenn es regnet, können sie das vergessen. Trip Level ist sowas von unten im Keller. Wir probieren es mal noch mit einem Intermediate. Aber ein Intermediate... Wir probieren das. Fängt gleich nochmal an zu regnen.
Und wir haben eben Soft. Wir haben Soft-Zeiten stehen. Ja, gut getimt dieses Mal, dass wir gleich am Anfang rausgekommen sind. Aber warum kommen die immer nach einer Runde wieder rein? Das verstehe ich nicht. Aber es ist egal. Wir sind auf 4 und 5 im Qualifying. Das ist natürlich der Hammer schlechthin. Und da werden die Kollegen ganz schön doof gucken. Weil ich glaube nicht, dass jetzt noch einer eine bessere Runde hinkriegt als meine zwei Fahrer das jetzt gemacht haben. Wir fahren auch nicht mehr. Nee, nee. Wofür denn? Ja. Sind zwar noch einige auf der Strecke. Ah, Holz kam noch vor. Ja, jetzt kommen sie doch noch. De Graaf. Also zwei Plätze könnt ihr jetzt noch nach hinten fahren. Einen ist er nach hinten gefallen. Vidal auf 4, Woodford auf 5. Das ist doch mal, ist doch mal eine gute Sache. Ja? Und vielleicht hat der Vidal auch durch das gute Fahrzeug endlich mal ein bisschen mehr Motivation. Wie viele Runden haben wir denn eigentlich? Oh, 33. Fahren wir am Anfang einen schnellen Stint auf weich? Ich würde sagen, ja. Am Anfang einen Vollgas-Stint. Und dann sehen wir mal weiter. Vidal auf 4, der kann da richtig was reißen. Vidal hat einfach nicht das Auto, was er bräuchte. Ja. Das ist schade, dass unsere Technik da noch nicht so weit ist. Dass das hinhaut. Woodford auf 13, Vidal auf 6. Drei Runden absolviert. Ich muss bloß den Vidal ein bisschen länger ruhig fahren lassen. Ja.
Soll ich den jetzt schon reinholen? Noch nie. Jetzt in der nächsten Runde kommst du rein. Alles gut. Schneller Stopp. Kommt auf jeden Fall nicht in den Traffic rein, ne? Vidal kämpft sich bitte nach vorne. Ich muss halt aufs Motormapping achten, auf jeden Fall. Dass die nicht zu viel Sprit brauchen. Medaille auf 14, Woodford auf 18. Ist Stand jetzt ganz schön okay. Ich denke, ich werde Vidal nochmal auf weich setzen. Setz ihn noch mal auf weich. Jetzt kannst du die Reifen auch noch mal runterrocken. Woodford zieht seine Runden, ja. Der ist ganz schön okay. Bei Vidal muss ich ein bisschen hoffen. Der ist jetzt natürlich hinten draußen, ja.
Der ist jetzt völlig außer Konkurrenz im Moment. Aber nach dem letzten Reifenwechsel kann das nochmal ganz anders aussehen. Ein bisschen mehr. So, nach einer Runde, dann darf auch Vidal sich den letzten Satz Reifen abholen. Dann lassen wir ihn noch eine drauf. Eine sagt er, reicht er noch, der Satz. Dann lasse ich noch einen draußen. Ich hole ihn rein, das ist mir. Einfach zu riskant. Gehen wir auf Nummer sicher. Hütford wird auf jeden Fall zu Ende fahren können, meiner Meinung nach. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie es hinkriegen, dass sie nochmal rankommen an ihre Vorderleute. Ja, sie sind überrundet worden.
Die müssen schon noch ein bisschen was machen, damit sie noch ein paar Plätze gewinnen. Na, ich hätte gern endlich mal. Eigentlich hätte ich dann mal ein paar Punkte. Ja, aber das scheint mir so weit weg. Irgendwie verpeile ich immer die Strategie. Irgendwas mache ich einfach falsch. So, jetzt sind sie zwar beide vorgerutscht. Du kriegst jetzt kein neues Getriebe, bin ich blöd oder was? Will der kurz vor Ende noch ein neues Getriebe? So, die letzten drei Runden laufen. Und es wird spannend. Der will noch neue Reifen. Du hast noch zwei Runden, die wirst du auch ohne neue Reifen hinkriegen müssen. Müssen. Ne? Keine andere Wahl. So, letzte Runde. Vidal auf 18, Woodford auf 16. Ich würde sagen, dabei bleibt es auch. Weil ich jetzt Woodford nicht zutraue, dass es mir schafft, einen Platz vor sich zu holen. Und da ist das Ende des Rennens. Vidal hat auch beendet. Wenigstens einer in dem im Sponsorengeld. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, ich werde wohl schon irgendwie meine Gebäude verbessern müssen, um dann angreifen zu können. Und dann geht's weiter. So. Ja, heute hat man mal eine klare Strategie. Einen schnellen Stint auf dem Soft. Zumindest bei Woodford. Und zwei harte Stints. Bei Vidal hat man mal wieder leider eine falsche Option. Der zweite Frontflügel müsste auch fertig sein jetzt. Ich will es gar nicht angucken. Wir sind immer noch letzter. Wir haben 0 Punkte. Ja. Ja, das Auto ist gut. Aber wir haben es leider noch nicht geschafft, das Richtige rauszukitzeln. Das wird man im nächsten Rennen probieren. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da.
verbreite das, die Videos von mir einfach mal. Liked sie auf Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer ihr mich geaddet habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.